Ich denke nicht unbedingt an Solar, wenn ich jetzt denke, ich brauche eine neue Heizung. Warum ist das heute so, dass man da mit Solar kombinieren sollte? Die Fördermittel sind einfach mittlerweile so hoch, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, keine Solaranlage dazu zu bauen. Die Solaranlage kostet vielleicht 7.000 Euro, 4.200 Euro, so in dem Dreh kriegt der Kunde vom Staat bezuschusst. Das sind mehr als 50%. Also ich würde es natürlich auf jeden Fall diese hohen Fördermittel mitnehmen wollen. Dann hat die Solaranlage noch den Vorteil, dass sie die Heizung entlastet. Wenn die Heizung 7 Monate im Jahr nicht laufen muss, dann ist natürlich auch kein Verschleiß an der Heizung der Fall. Die Solaranlage hält lang. Also die Kollektoren, die wir da aufs Dach verbauen, laufen 30 Jahre. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und ja, sie rechnet sich ja in kürzester Zeit für den Kunden. Das ist natürlich der Hauptgrund. Auch eine Erfahrungsfrage wahrscheinlich, so Solarpanels zu installieren. Ja, Kann auch nicht jeder, oder? richtig. In dem Bereich sind wir mit Sicherheit absoluter Marktführer. Wir bauen im Rhein-Main-Gebiet die meisten Solaranlagen. Und gerade eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung, nur noch dafür gibt es richtig viel Geld von der Bundesregierung, ist auch nicht mehr ganz so einfach. Und für uns ist das bauen wir jeden Tag. So geht Heizung heute.